Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Apple Enthusiast und in diesem Video wird es ganz locker und entspannt zugehen. Ich werde dir nämlich einen sehr netten und hilfreichen Befehl vorstellen. Dieser Befehl wird dir dabei helfen, Inhalte von Verzeichnissen in lexikografischer Reihenfolge oder in alphabetischer Reihenfolge anzuzeigen. Welcher Befehl ist das? Nun, Nomen est Omen. Es ist der Sort-Befehl. Also mit Sort, das bedeutet jetzt nicht, dass du dein Zimmer aufräumen musst. Das erledigt der Befehl von selbst. Allerdings räumt er nicht dein Zimmer auf, sondern wie ich eben sagte, er dient am besten zur Anzeige von Verzeichnissen. Das ist ganz nützlich, gerade wenn du jetzt so ein großes Verzeichnis hast, also wo du viele Inhalte abgelegt hast. Ne? Gut, dann lass uns doch mal entspannt und locker loslegen, den ls-Befehl. Nun ja, wenn du meinen Tutorials eine Zeit lang gefolgt bist, dann beherrschst du diesen Befehl ja wohl auch im Tiefschlaf. Der zeigt dir an, was sich in einem Verzeichnis befindet. Und hier in diesem Verzeichnis sind so ein paar Dateien und Ordner, die ich hier für meine Tutorials erstellt habe, soll uns ja auch nicht großartig kümmern, denn jetzt kommt eben der Sort-Befehl und den Inhalt dieses Verzeichnisses, den liste ich hier zwar auf, aber ich leite genau den Inhalt dieses Verzeichnisses an den Sort-Befehl weiter. Und das mache ich mit einer sogenannten Pipe. Hier ist das Zeichen für die Pipe. Das ist dieser senkrechte Strich auf deiner Tastatur. Und jetzt lass uns doch mal schauen, wie das jetzt aussieht. Also ls, noch einmal zur Logik. Ne? Ls listet auf, was in deinem Verzeichnis ist. Dann wird eben diese Liste weitergeleitet an den entsprechenden Befehl. In diesem Falle ist das der Sort-Befehl. Und jetzt betätigen wir mal die Enter-Taste. Und dann siehst du, dass hier alles auch schön sortiert dargestellt wird. Und jeder Ordner bzw. jede Datei in einer eigenen Zeile. Ne? Also Applications, Desktop und so weiter und so fort. Das ist hier alphabetisch geordnet. Dann gibt es noch die Möglichkeit, Sort mit einer Option aufzurufen. Es gibt eine Vielzahl von Optionen, die du verwenden kannst, aber wie gesagt, ich bin nicht der Freund von überladen von Inhalten, beziehungsweise, ich drücke es mal anders aus, ich bin absolut dagegen, Menschen mit Lerninhalten zu überfrachten und zu überfordern, sondern es ist immer besser und auch ein intensiveres Lernen, wenn man Schritt für Schritt sich Lernstoff aneignet. Deswegen stelle ich dir nur eine Option vor, mit der du Sort verwenden kannst. Das ist die Option -R oder -A. Wenn du das Englisch aussprechen möchtest, dann denk dran, R wird im Englischen wie A ausgesprochen. Und dies steht für Reverse. Ne? Das R steht für Reverse und das wird dir wieder den Verzeichnisinhalt anzeigen, allerdings in umgekehrter Reihenfolge. Und dann siehst du das fängt hier mit der lexikografisch oder alphabetisch letzten Datei an. Sie wird als erste angezeigt und dann geht es eben Richtung Buchstabe. Das ist eigentlich alles, was ich dir in diesem Video zum Sort-Befehl eben mitgeben möchte. Du weißt ja, anwenden und selbst Hand an die Tastatur legen ist ja alles, ne? Denn es reicht nicht aus, sich Wissen anzueignen, sondern du musst dieses Wissen auch in Können umwandeln, denn es kommt auf das Können an, gerade im Programmieren, aber auch sonst im Leben, denn einfach nur da zu sitzen, aus dem Fenster zu schauen und schlaue Dinge zu wissen, das reicht eben nicht. Ne? Sondern wir müssen durch Übung eben
zusehen, dass wir das verinnerlichen, was wir lernen. Ne? Daher in diesem Zusammenhang vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren, denn vor jedem Erfolg kommt das beharrliche Dranbleiben und Lernen und sich weiterentwickeln. Ja, es geht ja um Weiterentwicklung, das ist hier YouTube und hier lernt man anders als in der Schule. In der Schule, ja, wirst du mit Noten gestresst, ne? Den Stress haben wir hier nicht, wir können hier ganz entspannt vorangehen und wenn du eben lange Zeit dabei bist, dann wirklich, dann kommt echt was Hervorragendes raus, dann kannst du davon ausgehen, du wirst ein hervorragendes Skillset dir angeeignet haben. Also, abonnieren ist allerdings nicht alles, das sage ich dazu, denn du wirst nach dem Abo, nach dem Abonnieren eine Glocke sehen und klick auf die Glocke. Diese Glocke sichert dir, dass du von YouTube benachrichtigt wirst, sobald ich ein neues Tutorial auf meinen Kanal geladen habe. Ne? Dann bist du informiert und dann kannst du stets am Ball bleiben. Und ja, last but not least, ja, wenn du mir ein Like gibst, dann ist das auch mal eine schöne Rückmeldung und ich kann mich auch mal darüber freuen. Ne? So, jetzt aber soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich bei dir sehr herzlich fürs Zuschauen und Zuhören und ich sage Tschüss und Bye-bye. Bis zum nächsten Mal.